Sadhguru, Namaskar. Ich wollte nur wissen, wie wichtig es ist, Todesrituale zu praktizieren. In der Manifestation von Leben, das physische Leben, das da ist, lasst mich das trennen. Es gibt Leben und physisches Leben, um des Verstehens willen. Das physische Leben hat sich selbst manifestiert. Die physische Lebensenergie, die im Allgemeinen als Pran oder Prana bezeichnet wird, hat 5 grundlegende Manifestationen. Es gibt 10, aber das wird zu kompliziert. Die 5 grundlegenden Manifestationen. Diese werden Samana, Prana, Udhana, Apana und Jnana genannt. Wenn eine Person für tot erklärt wird, nehmen wir an, ein Arzt beobachtet diese Person und erklärt zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass sie jetzt tot sei. Dann wird in den nächsten 21 bis 24 Minuten Samana anfangen, sich zu lösen. Das bedeutet, dass Samana für die Aufrechterhaltung der Temperatur im Körper verantwortlich ist. Das Erste, was passiert ist, der Körper fängt an, sich abzukühlen. Irgendwo zwischen 48 und 64 Minuten geht Prana hinaus. Danach, zwischen 6 und 12 Stunden, geht Udhana hinaus. Bis Udhana austritt, gibt es tantrische Prozesse, mit denen du den Körper wiederbeleben könntest. Aber sobald Udhana austritt, gibt es eine winzige, winzige Chance. Aber das ist eine praxisferne Chance, abgesehen davon, dass es unmöglich ist, den Körper wiederzubeleben, wenn Udhana einmal ausgetreten ist. Das nächste ist Apana. Irgendwo zwischen 8 und 18 Stunden tritt dieses aus. Das Jnana, welches die erhaltende Natur von Prana ist, wird danach anfangen, aus dem Körper zu entweichen. Es kann bis zu 11 bis 14 Tage weiter austreten, wenn es ein normaler Tod ist. Das heißt, jemand ist wegen des hohen Alters gestorben, wegen der Lebensschwäche ist er gegangen. Bei einer solchen Person werden zwischen 11 und 14 Tagen bestimmte Prozesse im Körper ablaufen, die zeigen, dass es ein gewisses Element von Leben gibt, wie zum Beispiel das Wachsen von Nägeln, Haare, Gesichtsbehaarung. Solche Art Dinge können bemerkt werden. Wenn jemand versehentlich gestorben ist oder in anderen Worten, sein Leben war vibrierend und er starb, der Körper ist nicht unbedingt gänzlich zerstört, der Körper ist immer noch intakt. Dieser Körper, die Schwingungen dieses Lebens, werden irgendwo zwischen 48 bis 90 Tagen andauern. Bis dahin gibt es noch immer Dinge, die du für jenes Leben tun kannst. Was ist es, das du für dieses Leben tun kannst? Sieh, was mit dem Tod geschah, ist Folgendes. Deine Erfahrung mit dem Tod ist, dass jemand verschwunden ist. Aber die Erfahrung jener Person ist, dass sie den Körper verlassen hat. Und nur weil sie den Körper verlassen hat, hast du nichts mehr mit ihr zu tun. Du kannst sie nicht sehen. Und wenn sie zurückkommt, wirst du entsetzt sein. Die Menschen, die du liebst, wenn sie auftauchen, da wird Schrecken sein, keine Liebe. Denn deine Beziehung ist entweder mit dem Körper oder mit ihrem Verstand und ihren Emotionen. Diese Dinge wurden zurückgelassen. Der Körper wurde zurückgelassen und der bewusste Intellekt und der unterscheidende Verstand wurden zurückgelassen. Hinsichtlich des Verstandes ist es nur ein Bündel an Informationen, das gewisse eigene Tendenzen hat. Natürliche Tendenzen, die sich in einer bestimmten Weise ausdrücken. Es gibt keinen unterscheidenden Verstand. Sobald es keinen unterscheidenden Verstand gibt, wenn du einen einzigen Tropfen Angenehmheit in diesen Verstand hineinlegst, der weder Unterscheidungsfähigkeit noch Intellekt hat, wird sich diese Freundlichkeit millionenfach verstärken. Wenn du einen Tropfen Unbehagen einbringst, wird sich dieses Unbehagen millionenfach verstärken. Es ist wie mit einem Kind, das nicht die nötige Unterscheidungskraft hat. Es geht zum Spielen hinaus und weiß nicht, wann es zurückkommen soll. Bis es erschöpft ist und nicht mehr kann, bis dahin will es spielen, weil es hat nicht die nötige Einsicht, okay, es ist Zeit zu gehen. Gleichermaßen ist dies ein extremer Zustand, in dem es sich um viel mehr als bei einem Kind handelt, wobei der urteilsfähige Verstand völlig abwesend ist. So jetzt, welche Eigenschaft auch immer du hineinlegst, sie wird sich millionenfach vervielfältigen. Dies ist, was als Hölle und Himmel bezeichnet wird. Wenn du in einen angenehmen Zustand des Daseins gehst, wird dies als Himmel bezeichnet. Wenn du in einen unangenehmen Zustand des Daseins gehst, nennt man das die Hölle. Dies sind keine geografischen Orte, sondern vielmehr erfahrbare Realitäten, die ein Leben, das körperlos geworden ist, durchläuft. Was die Leute also versuchen zu tun, wie gut oder lächerlich es heute gemacht wird, ist eine andere Sache, aber es gibt eine ganze Wissenschaft darüber, was bei den verschiedenen Stufen zu tun ist.
Eines der ersten Dinge, die du beachten musst, ist, traditionellerweise, ich weiß nicht, ob es immer noch in Mumbai erhalten ist, vielleicht ist alles verschwunden, aber wenn jemand stirbt, da wird es Menschen geben, die als erstes die großen Zehen des toten Körpers zusammenbinden werden. Macht ihr das immer noch oder ist es vorbei? Ja, es ist sehr wichtig. Denn das Zusammenbinden der großen Zehen wird das Mulatara in einer bestimmten Weise festziehen, sodass der Körper nicht erneut von diesem Leben eingenommen werden kann oder versucht, in den Körper einzudringen. Weil das Leben hat nicht mit dem Bewusstsein gelebt, zu wissen, das bin ich nicht. Es hat immer geglaubt, das bin ich. Obwohl es herausgetreten ist, versucht es durch jede Öffnung des Körpers einzudringen, insbesondere durch das Mulatara. Denn dort entsteht das Leben und wenn der Körper anfängt, sich abzukühlen, ist das die einzige Region, in der die Wärme bis zum letzten Punkt erhalten bleibt. Der letzte Wärmepunkt ist immer das Mulatara. Es versucht also zurückzukommen. Um dies zu vermeiden, ist die erste Sache, die Zehen zusammenzubinden, damit dieser Versuch nicht stattfinden wird, denn das Verlassen geschieht Schritt für Schritt. Der Grund, warum wir traditionsgemäß immer sagten, wenn jemand stirbt, muss innerhalb von anderthalb oder maximal 4 Stunden der Körper verbrannt werden, weil sich dieser Vorgang immer noch fortsetzt. Dies trifft genauso auf die Lebenden zu. Wenn jemand, der dir sehr nahe steht, tot ist, du weißt, dass er tot ist, aber dein Verstand fängt an, Streiche zu spielen. Vielleicht wird er sich gleich wieder aufrichten. Vielleicht wird ein Wunder geschehen. Vielleicht wird Gott kommen und gerade jetzt etwas Fantastisches tun. Es ist noch nie jemand passiert, aber der Verstand treibt immer noch sein Spiel, aufgrund der Emotionen, die wir gegenüber dieser bestimmten Person haben. Und das Gleiche gilt für das Leben, das aus dem Körper ausgetreten ist, das genauso glaubt, dass es wieder in den Körper zurückkehren kann. Wenn du das Drama beenden willst, dann ist das Erste, den Körper in Brand zu setzen, nach 1,5 Stunden. Aber in jenen Tagen weißt du Dörfer und keine Ärzte, die dir mit Sicherheit sagen können, ob er wirklich tot ist. Jemand hat den Scheiterhaufen angerichtet und angezündet, der Kerl setzt sich auf, weil er noch nicht tot ist. Diese Dinge haben sich in der Vergangenheit ereignet. So wurde es auf 4 Stunden ausgedehnt, damit diese Fehler nicht passieren. Aber so schnell wie möglich sollte der Körper weggenommen werden. Falls es landwirtschaftliche Gemeinschaften gibt, sie beschlossen, ihn zu begraben. Denn sie wollen, dass die Vorfahren und deren Körper wieder in den Boden zurückkehren, von dem sie gegessen haben. Du musst verstehen, dass wir in einer Subsistenzlandwirtschaft waren. Wir aßen von diesem Land. Dieses Land, ein Stück dieses Landes, ist das, was wir als diesen Körper innehaben. Also wollten sie diesen Boden wieder in den gleichen Boden zurückbringen, nicht irgendwo anders. Du begrubst ihn immer auf deinem eigenen Land, niemals auf dem Land eines anderen, weil du von diesem Land gegessen hast. Heutzutage kaufst du alles vom Laden und isst. Du weißt nicht, woher es kommt, deswegen ist das Begraben jetzt keine gute Sache mehr. Zu besagter Zeit findet ein gewisser Vorgang statt und um zu sehen, dass dieser so schnell wie möglich abläuft, wurde immer Salz und Kurkuma hinzugefügt, damit er sich schnell im Boden zersetzt. Aber Einäscherung ist eine gute Sache, denn sie schließt das Kapitel ab. Du wirst das sehen, wenn es einen Tod in der Familie gibt. Die Menschen weinen und jammern und tun alles Mögliche. In dem Moment, in dem die Einäscherung stattfindet, werden die Menschen nach Hause zurückkehren und alles ist ruhig. Für einige Zeit weint niemand, denn plötzlich ist die Wahrheit eingedrungen. Es ist vorbei. Das Spiel ist vorbei. Das gilt nicht nur für dich. Das Gleiche gilt auch für das körperlose Wesen, das gerade gegangen ist, weil es sich auch in dieser Illusion befindet, dass es zurückkehren kann und das endet. Und das ist eine gute Sache. Und es gibt viele sichtbare Rituale, bei denen du darauf hinwirken kannst, dass du irgendeinen Tropfen Süße in diesen nicht unterscheidenden Verstand einbringen kannst, sodass sich die Süße um ein Vielfaches verstärken wird und sie angenehm leben werden. Oder sie werden in einem gewissen selbstverursachten Himmel leben. Das ist die Idee hinter den Ritualen, wenn es richtig gemacht wird.